Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Annalena ist diesmal auch wieder am Start, weil meine Schwester und sie haben mich gestern überrascht. Und genau, jetzt ist sie über meinen Geburtstag da, weil ich habe nämlich am Sonntag Geburtstag und jetzt ist Samstag. Und genau, jetzt werden wir ein bisschen nice Zeit zusammen verbringen. Essen gehen, wie immer. Was sonst? So, wir waren jetzt vorhin essen, das war auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und genau, für mich kamen ein paar Amazon-Pakete an, deswegen dachte ich so, kann ich die einfach mal mit euch öffnen. Da habe ich einmal, mir so einen Leave-In-Conditioner bestellt. Ich habe keine Ahnung, ob der gut ist, aber ich brauche unbedingt einen, weil ich meine Haare fast nicht kennen kann, wenn ich geduscht habe und so. Und dann habe ich ein richtig großes Paket noch und das wollte ich jetzt auch mal öffnen, weil ich weiß gar nicht mehr genau, was ich mir bestellt habe, aber ja. Okay, also das erste, was ankam, ist einmal so eine voll süße Tasche. Da ist so eine Frau drauf, also so eine Skizze davon. Und das finde ich voll cool. Finde ich voll nice, weil irgendwie so für die Uni oder so brauche ich manchmal nur voll wenig Sachen. Und dann dachte ich so, ist voll praktisch, wenn ich so eine Tasche habe. Und genau, die fand ich richtig süß, die habe ich von Amazon. Dann habe ich mir eine Sonnencreme geholt. Weil ich hatte so eine von der Drogerie, aber die war voll schlecht, weil die sich so gebröselt hat im Gesicht. Und ich hoffe, dass die hier besser ist. Genau, dann habe ich mir ein Lash Lift Set geholt. Das werde ich morgen wahrscheinlich ausprobieren. Dann habe ich an meinem Geburtstag erstmal frische Wimpern. Also je nachdem, ob ich Zeit habe dafür, aber wenn, dann werde ich es auf jeden Fall morgen machen. Ah genau, und dann habe ich mir noch eine Tasche geholt. Wir müssen übrigens auch bald los, weil ich habe keine Ahnung. Also generell habe ich gar keine Ahnung, was an meinem Geburtstag und heute abgeht. Also wir feiern irgendwie meinen Geburtstag rein. Weil Annalena ist ja da und meine Schwester hat sie halt als Überraschung quasi eingeladen. Und die bleibt jetzt auch bis morgen da, also sie ist gestern schon da. Und ja, keine Ahnung, irgendwas machen wir auf jeden Fall, weil ich muss um 18 Uhr fertig sein. Also das hier lasse ich wahrscheinlich einfach an, aber ich habe keine Ahnung, wohin es geht, was wir machen, keine Ahnung was. Das hier ist die Tasche. Finde ich eigentlich voll süß. Ich glaube so im Sommer zu meinen hellen Outfits, weil ich trage irgendwie immer helle Kleidung, keine Ahnung, wird das voll schön aussehen. Aber gebt euch mal, wie schön die Sonne heute scheint. Ich finde es so, so nice, wirklich. Weil endlich mal ist es nicht so kalt für ein Kleid. Das hier ist nämlich mein Outfit. Ich finde das richtig süß. Ich wollte dieses Jahr auch mit meiner Schwester wahrscheinlich noch irgendwann nach Südfrankreich. Und dafür ist das eigentlich so mein Kleid gewesen, weil meine Schwester und ich haben uns beide welche dafür geholt. Aber ja, jetzt wird es auch mein Geburtstagskleid und ich finde es richtig nice. Hallo, ich werde jetzt gleich erstmal in die Stadt gehen mit meiner Schwester, weil wir wollten Kaffee trinken gehen, weil heute ist ja der letzte Tag, wo wir hier sind. Also wir haben jetzt Montag und ab morgen fahre ich erst zu meinen Eltern und dann halt mit denen in den Urlaub. Und genau, deswegen bin ich nur noch heute da. Ich muss auch nachher noch einiges so an Wäsche waschen und so Sachen machen halt. Und genau, aber wir wollten jetzt noch einen Kaffee trinken gehen, so auf entspannt. Irgendwie ist es draußen so voll das komische Wetter momentan, weil es immer voll warm ist, aber dann gewittert es auch wieder. Deswegen wusste ich nicht, was ich anziehen soll. Und habe jetzt einfach so eine kurze Hose angezogen. Ich hoffe, dass ich nicht so arg frieren werde. Aber ich habe auch eh einen Pulli, von daher geht's, denke ich. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall richtig auf den Urlaub. Also wir gehen nach Tunesien und genau, da war ich auch noch nicht bis jetzt. Aber ich glaube, es wird richtig nice. Einfach Sonne die ganze Zeit und ich weiß nicht, einfach so, ich brauche das auch total. Schon wieder so eine Pause irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde, es tut einfach so gut, einfach in der Sonne zu sein.
Und genau, da freue ich mich deswegen richtig drauf. Und allgemein, mein Geburtstag war auch richtig schön. Ich finde es voll crazy, irgendwie jetzt so 20 zu sein, keine Ahnung. So, ich weiß nicht, irgendwie ist 20, also so von 19 auf 20 voll der Schritt so in meinem Kopf. Eigentlich ist es nicht so krass, aber irgendwie halt schon, keine Ahnung, weil so jetzt bin ich in meinen 20ern. Scheiße, ich muss mich gerade richtig, richtig beeilen, weil ich nämlich jetzt eigentlich schon los muss zum Bahnhof, weil ich fahre jetzt zu meinen Eltern und dann heute Abend fahren wir los, also heute Nacht zum Flughafen in Düsseldorf und dann geht's nach Tunesien. Und ich bin richtig durch auf jeden Fall. Ich habe voll wenig geschlafen. Ich glaube, ich hatte 3 Stunden Schlaf oder so. Und ich muss mich richtig, richtig beeilen jetzt. Weil ich jetzt irgendwie auch nur so voll knapp alles gepackt habe. Ich weiß nicht, ob ich alles habe, weil ich habe nur 17 Kilo und normalerweise bin ich immer fast an der Grenze. Und ich weiß nicht, warum ich nur 17 Kilo habe und das verunsichert mich enorm. Aber ja, ich habe jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, also Tunesien ist ja warm, deswegen dachte ich so, brauche ich keine richtige Jacke und habe nur so ein, weiß nicht, also so eine dünne Jacke so. Keine Ahnung, ich hoffe, dass irgendwie alles passt. Genau. Auf jeden Fall muss ich jetzt direkt mal los. Damit ich den Zug nicht verpasse, weil ich habe eine Zugbindung. Und ja.